Wir durften uns als Industriellenvereinigung hier auch heute mit unseren Anliegen hier mit einbringen in die Diskussion. Die Situation der Pandemie, vor allem der Entwicklung mit der Mutation, ist besorgniserregend. Wir müssen alles dafür Sorge tragen, dass die Industrie, dass der produzierende Bereich weiterhin das Land am Laufen halten kann, dass wir weiter tätig sein können. Und daher haben wir auch unsere Vorschläge mit eingebracht in diese heutige Diskussion, wie wir jetzt die nächste Zeit gemeinsam noch einmal in einem Kraftakt bestmöglich durchtauchen können, damit wir dann wieder in die Normalität kommen. Und ich hoffe, dass unsere Anregungen hier mit aufgenommen werden und morgen werden wir hören, wie die Bundesregierung entschieden hat. Aber um es konkreter zu machen, genau. Sie sagen, ein Kraftakt heißt was? Dass man doch noch einmal einen harten Lockdown hat und dann erst aufsperrt? Also können Sie das ein bisschen präzisieren, was da Ihre Position ist? Also wir tun alles von seitens der Produktion, von seitens der Industrie, dass wir weiter produzieren können. Wir werden alle Maßnahmen, die wir auch schon in den letzten Wochen und Monaten von Testungen, von Masken, von Abstandhaltungen, von Möglichkeiten erschaffen, wo wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen können. All das, dazu stehen wir auch weiter bereit und das haben wir heute auch diskutiert und vorgeschlagen. Aber ich nehme ja an, dass das für die Industrie auch nicht angenehm ist, wenn der Handel derart lange zusperrt. Da gibt es ja auch für die Zulieferung an den Handel sicher nicht so gut. Also was ist da Ihre Position? Sind Sie da, wie der Präsident Mara, der Meinung, dass man den Handel doch sehr bald unter halt gewissen Auflagen aufsperren sollte? Gemeinschaftlich die Infektionszahlen zurückbringen. Wenn wir das Virus besiegen, dann können wir alles wieder öffnen. Und daher ist es jetzt notwendig, nochmals in einem gemeinsamen Kraftakt solidarisch zusammenzuhalten. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen hier wieder Öffnungen sehen können. Egal wann das ist, das kann auch im März sein. Wichtig ist, dass die Zahlen unten sind aus Sicht der industriellen Vereinigung. Wichtig ist, dass wir weiter produzieren können aus Sicht der Produktion, ja. Also Sie sagen doch, Sie lassen sich nicht darauf ein, also ob Sie es jetzt jetzt noch alles zuhaben wollen oder eben so wie manche denken, dass man halt sukzessive Schritte der Öffnung mit Auflagen hat, auch bevor die Viruszahlen ganz unten sind. Unsere Position und Unterstützung der Bundesregierung war von Anfang an, dass immer die Gesundheit an oberster Stelle steht. Und die Gesundheit und vor allem die Sicherheit der Gesundheit ist noch nicht gewährleistet. Daher müssen wir nochmals in diesem Kraftakt alles daran unternehmen, die Zahlen runterzubringen. Dann können wir auch wieder öffnen und wieder in die Normalität kommen. Haben Sie eine Vorstellung, wie lange? Ja, der Otto Wagner hat gemeint, 2 bis 3 Wochen und dann müssen wir die Inzidenzen runterbekommen. Ist das ein Zeitraum? Ich glaube, das ist jetzt nochmals die Frage, die Bereitschaft der breiten Bevölkerung, hier diese Maßnahmen nochmals mitzutragen. Und je konsistenter, je intensiver wir das gemeinsam tragen, desto schneller passiert es und ist es möglich. Das heißt, es liegt an uns.